Willkommen in der Lounge. Moin, meine Chaoten. Wir beide chillen hier gerade noch in der Lounge. Wir haben echt einen entspannten Abend gehabt, sind gut satt geworden, hatten einiges saftiges Essen. Und wenn ihr wissen wollt, wie es zum Beispiel zu dem Sprichwort Willkommen in der Lounge gekommen ist und wie das Essen und die Getränke und so geschmeckt haben, dann bleibt doch dran. Das erfahrt ihr in diesem Video, da würde ich sagen. Willkommen in der Los geht's! Heute mal in etwas anderer Location. Heute sind wir im, wie heißt das? Brooklyn Barbecue Bar. Wo Lukas mich hingeführt hat. Wir haben uns seit langem endlich mal wieder gesehen. Gefühlt ein paar Jährchen ist das schon her, oder? Ja. Erstmal müssen wir natürlich gucken, nach was zu trinken. Hier, Getränke. Alkohol wollen wir noch nicht mit anfangen. Haben die hier irgendwelche Limos? So eine Limo wäre geil. Ah, Lemonades. Da oben, glaube ich, ne? Hoch. Jetzt habe ich die kaputt gemacht. Wunderbar. Hausverbot, bevor wir bestellt haben. Weißt du was? Ich frage sie einfach, was sie mir empfehlen kann. Ich sag irgendwas Lemonade. Du hast die Karte komplett zerstört. So, schauen wir mal. Barbecue-Starters. Wollen wir so Starters auch nehmen? Oh, gerne, ja. Für den kleinen Hunger einfach 4, 5 Starter pro Person. Magst du Chalapenose mit Chesefüllung? Die liebe ich, diese Chili-Poppers. Wir können ja mixen, wir können ja verschiedene Sachen. Du kannst ja was nehmen und dann tauschen wir hin und her. Finde ich fair. Was ist denn Starter Pastrami? Highlight. Haus ist ein Pastrami. Ist auch neu. Neu und neu, wissen wir. Ist immer gut. Neu ist immer besser. Neue Freunde, was? Schlechte Nachrichten. Pastrami ist leider aus. Lachs ist auch aus. Aber das Pork Belly gibt's ja noch, ne? Ich glaube schon. Also das ist, glaube ich, Pork ist, glaube ich, Schwein. Das ist auch kein Lachs. Do you have Swang? Swang? Weißt, kennst du das ja, noch? Swing. Ja, ich würde sagen, dann nehmen wir halt Smoked Pork Belly und was gibt's noch hier? Swivel Rings. Plus 3? Was heißt denn plus 3? Ach so, 3 Euro. 3 Euro, ja. Weißt du, damals in der Schule hast du gelernt, was? 3 Nägel, 3 ja, Bürste. Echt so. Und jetzt plus haben wir ein Unternehmen, da steht aber nur 3. Hier unten haben wir es doch. Alle Preise verstehen sich in Euro. Wer lesen kann, ist klar ein Vorteil. Haben wir auch in der Schule gelernt. So, unsere Drinks sind schon gekommen. Und unsere Vorspeise sieht auch sehr nice aus. Einmal Pork Belly. Und einmal die Onion Rings. Boah, wie zart. Film mal hier rauf, wie zart das ist einfach. Junge, das. Josef, das zerfällt. Das kriegst du gar nicht aufgespießt. Was ist das hier für eine irgendwie Bratensauce, oder? Ich glaube auch, ja. Das ist ein Dip. Wollen wir mal probieren. Oh mein Gott. Boah. Ich riech's auf jeden Fall. Es riecht echt lecker. Die Soße ist so süßer senfmäßig. Smoked war das, ne? Mhm. Smoked der Schweinebauch. Drinnen richtig Fettschichten, offensichtlich. Und das Fleisch so zart. Das musst du gleich mal probieren. Ich nehme mal hier. Ist das ein Stück? Oh ja. Rein in den Lanz. Mega. Gefühlt musst du mit der Zunge nur an den Gaumen drücken und direkt durch. Ja, ist einfach weg. Ich probier jetzt aber erstmal noch einen Onion Ring. Guck mal ran mit der Knolle einmal eindippen. Ist halt ein Onion Ring, aber knusprig, nicht labbrig und so. Also soll ich hier einmal einnehmen? Wow. Wow. Rein damit. Ist heftig, oder? Der Dip auch, ne? Dip, ja. Auf jeden Fall echt eine schöne Süße. So ein bisschen frisch auf ja, jeden Mann. Fall. Richtig gut. Kann ich Ihnen echt empfehlen. Das passt auch ganz gut, weil die Sachen sind sehr fettig und da das Frische. Das Essen ist fresh. Jetzt müssen wir die Scheiße mal probieren. Der sieht auf jeden Fall aus, als könnte der Alge vertragen. Sieht schon mal schick aus, ne? Wollen wir mal, was war das nochmal? Basilikum? Zitrone, glaube ich. Zitrone, irgendwas. Boah. Ich meine, man muss halt Basilikum mögen. Ich liebe Basilikum. Es ist schön fruchtig, zitronig. Dann kriegt dieser Basilikum rein. Boah. Ja. Feierst du das auch? Das ist echt geil. Das ist so ein bisschen wie so Pizza wäre es perfekt. Ja, Pizza mit Basilikum und so. Deins war irgendwas mit Thymian oder sowas. Thymian, ist das nicht dieser Streamer? Tschüss. Thymian. Himbeer-Thymian. Himbeer-Thymian ist das jetzt. Okay. Leichter Unterschied in der Reaktion. Schmeckt auch richtig gut, fruchtig offensichtlich. Zuerst kommt halt nur die Himbeere, Thymian kommt erst so im Nachhinein. Probier auch mal. Ich weiß, was du meinst. Himbeere auf jeden Fall direkt da. Richtig fruchtig. So richtig wie Püree, würde ich sagen. So, dann warten wir mal auf den Hauptgang. Mac and Cheese Poster und ja. Rack. Das ja, genau. Sieht richtig ja? aus. Ja, wunderbar. Ich das. Danke dir. Ich brauche auf jeden Fall so ein Tuch gleich. Okay, die haben Sesam-Brioche-Burger. Brioche, ja, Mann. Brioche. Fangen wir mit den Beilagen an, oder? Komm mit Kursler. Ich glaube, da kann man nicht viel falsch machen, oder? Noch. Das ist Mac and Cheese. Mac and Cheese. Boah, das sieht heiß aus. Das dampft richtig. Mann. Das ist geil. Ja? Ja, aber in den Macaroni ist so heiße Käsesoße drin. Ich schneide mir mal so einen ab hier. Das fällt schon fast im Knochen. Warte mal. Ist ja mal gut, ne?
keine Chance. Es fällt direkt vom Knochen. Das schmeckt. Das schmeckt gut? Das schmeckt richtig gut. Es ist auf jeden Fall ein bisschen rauchig. Deswegen, ich glaube, so wirst du es richtig feiern. Für mich aber noch nicht zu rauchig. Also für mich auch noch mega geil. Ein bisschen Schärfe, ein bisschen fruchtig. Ist einfach geil. Weißt du, hast du auch Bock? Ich hab auch. Ich hab ja, auch oder? Bock. Boah, ja. Alter, du brauchst ja gar nichts ja, schneiden. Ja, deswegen. Also du drückst nur ein bisschen. Jose. Cheers, sag mal. Cheers. Da wird nichts verschwendet. Hammer, wirklich richtig gut. Zart, fällt direkt runter. Ich finde das geil, dass da diese Marinadenkruste noch übel geil. Es gibt richtig Würze da noch mit rein. Das ist nicht trocken. Mir ging es eben ähnlich, so Lost for Words. Ja, also, aber der Coleslaw, der bei KFC ist einfach viel süßer, ne? Ja, glaube ich auch mehr Zucker-Safe. Ja. Ich finde, der hat was, ja? Der ist frisch, der ist erfrischend. Ja, genau. So, jetzt Mac and Cheese. Jawoll. Wenn sie, wie du so genießt, wie du grinst. Digga. Boah, auch hier die Kruste noch hier. Schmeckt richtig gut. Käsesoße halt, mit Käse oben drüber nochmal. Ich würde sagen, dann probieren wir erstmal den ganz normalen Cheeseburger. Ja. Hier, zieh dir den, mach mal nice Views. Ich schneide den mal durch. Man merkt, du hattest Geschwister, das ist sehr fair durchgeschnitten. Oh, Alter. Also, wenn das nicht juicy ist, guckt euch das an. Alter, ich glaube, ich habe mich selten so gefreut auf einen Burger. Ich wollte gerade sagen. Also, cheers. Ich glaube, wir müssen gleich mal nach den Tüchern fragen. So, wir haben es nochmal umgesetzt. Kamera war gar nicht voll, wir mussten gar keine Bilder löschen. So, wir waren beim Burger. Zart, Fleisch, rosa, medium auf den Punkt, obwohl wir es gar nicht gesagt haben. Mega geil, übel saftig. Ist irgendwie so ein Gemüsecocktail drauf oder so. Gefühlt schmecke ich da auch so ein bisschen Avocado raus. Bin ich mir jetzt aber nicht sicher, kann auch Blödsinn sein. Aber ich habe auch keine Ahnung von Gemüse, denn ich esse Fleisch, nur noch Fleisch. Niemals Gemüse! Also der Burger schmeckt richtig geil. Also darf ich auch was freuen. Ich blicke gerade, wo ich anfange. Einfach rein, oder? Einfach rein mit der Olga. Mit die Olga, genau. Guck mal, das gefällt mir. War das auch irgendwie Avocado-mäßig? Irgendwas schmeckt, ich weiß nicht, irgendwas schmecke ich da. Das schmeckt also ein bisschen wie so eine Salsa, muss ich sagen. Ja, das kann sein. Und das ist eine geile Kombi. Schmeckt auf jeden Fall nach ein bisschen mehr. So ein normaler Cheeseburger ist manchmal so ein bisschen plain. Ja, ist ja auch ein Madness-Cheeseburger, ne? Aber gesagt, das ist echt Madness. Das ist ja absolutes Chaos. Schmeckt wie so ein Cheeseburger, als wenn da so ein Tomatensalat drauf ist. Ja, irgendwie. Genau so. So ein bisschen Salsa, Tomate. Ja, probieren wir mal den Kollegen hier. Alter Schwede. Hammer, oder? Ich weiß gar nicht, wie man den essen soll. Ich muss das hier irgendwie reinstopfen oder so. Hier ist jetzt leider mehr Salat als alles andere. Da kommt das Fleisch. Ich muss sagen, sie hat auch empfohlen, wenn wir das Fleisch an sich essen wollen und probieren wollen, sollen wir das lieber so probieren, ohne den Burger. Aber ich wollte einen Burger. Und ich habe sowas noch nie gesehen, deswegen dachte ich mir, bestellen wir das mal. Gar nicht beschreiben. Wie fühlt es sich an? Konsistenz, gib uns etwas. Also die Kombo von den ganzen Sachen, die da drauf sind, das ist ja Beef Brisket ist da drauf. Sehr gut, sehr zart. Ich weiß nicht, ob es hätte saftiger sein können. Das Beef Brisket schmeckt halt sehr intensiv. Also du schmeckst es richtig raus, finde ich. Dann in Kombination, ich glaube so Coleslaw-mäßig sei auch noch mit drauf. Soßen. Ist schwierig zu beschreiben, also es ist halt kein normaler Burger. Es ist halt eher so wie ein Sandwich, würde ich mal sagen. Aber das ist ja was Besonderes. Deswegen habe ich es auch bestellt, weil habe ich vorher noch nie so gegessen. Aber 1 und 0, schwarz und weiß, schmeckt oder schmeckt nicht? Schmeckt. Schmeckt. Mhm. Aber ist auf jeden Fall viel, viel mächtiger als der Cheeseburger. Du bist halt ein bisschen länger dabei, ist halt auch mehr Fleischmasse. Es ist übel lecker. Ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt so nochmal bestellen würde. Es ist eher so eine Erfahrung, so, die man macht, so, wie man da durchgeht. Willst du auch mal nochmal direkt probieren? Jetzt sehe ich, was du eben für Probleme hattest. Ja. Wie hast du es gemacht? Hä? Ich glaube, das ist so ein Besteckburger. Weißt du, was ja, ich meine? Ich glaube wirklich, ja. Aber wir machen das ohne Besteck. Wir machen das ohne. Ja. Heftig, oder? Mhm. Das ist wie so ein Steakburger. Auch gut gesmoked, also schön rauchig. Aber nicht so dieses Ascheimer-Eklige. Nee. Das erste Stück war ein bisschen saftiger, das zweite war ein bisschen trockener. Es schmeckt richtig geil. Es ist auch mal was vollkommen anderes. Aber ich glaube, das wäre nicht mein Go-To-Burger. Nee. Man geht aus, man will nur mal einen Burger reinhauen oder so. Dafür ist es irgendwie ein bisschen zu fancy, würde ich sagen. Ja, guck mal, wir haben jetzt auch den Lichtschalter gefunden. Den wir schon hier alle Aufnahmen gemacht haben. Ich würde sagen, dann ja, ziehen wir uns den Rest mal rein. Also, das ist der sogenannte Whisky Sour. Steht jetzt hier. Ich habe es mir nicht gemerkt. Sieht auf jeden Fall richtig wild aus. Also das ist wirklich ein richtig großer Eisblock. Das ist einfach eine Faust. Also Goethe, ja. Ja. Jetzt habe ich schon wieder einmal. was haben wir benutzt? V-Stop. Wir haben einen V-Stop benutzt. Wie heißt das denn? Infektionsmittel. Ja, schönes Handgel. Ja, ich würde sagen, dann. Jetzt habe ich schon wieder.
Ich würde sagen, ich würde sagen, willkommen in der Lounge. Willkommen in der Lounge. Was war da jetzt drauf? Irgendwie, was hat er drauf gemacht? Irgendwas mit Milch und klar. Ach ja, stimmt. Der Whisky ist, weil deswegen ist er so komplett klar. Wir haben den Whisky selber mit Milch geklärt. Wie war das nochmal mit der Milch? Machen wir den Whisky Sour fertig. Und den Whisky Sour, da ist ja auch Zitronensaft und so drin. Ja. Das kippen wir auf Milch. Dann gerinnt das und wenn du das durchfilterst, dann wird es total klar. Also du schmeckst jetzt keine Milch raus oder sowas, aber dein Geschmack wird so ein bisschen voller. Ja. Das und merkt man. Und es hält sich halt auch ewig. Das wird nicht schlecht praktisch. Okay, krass. Danke. Probieren wir mal. Meine Hand friert schon ab. Alter. Also es schmeckt halt nach Whisky Sour so. Ich weiß halt immer noch nicht, was er da aufgekippt hat. Verdammte Scheiße. Ich bräuchte was zum Umrühren. Oh nein. Oh, so eine gewisse Süße. Ich würde das weghauen. Das ist übelst geil. Weißt du den hier? Noch ein! Willkommen in der Lounge. Und die nächste Kostbarkeit. Da ist sogar ein Salbeiblatt oben drauf. Weißt du, was das war? Das wäre so Margaritas, das aber mit Salbei. Ach ja. Uff. Alter, ohne Mist, das habe ich nicht erwartet. Ich dachte, so Salbei, das klingt irgendwie komisch. Dieser Limettengeschmack, der da drin ist, das könnte man durch Alge ersetzen. Alge, ja! Es schmeckt fruchtig, zitronig, säuerlich. Man schmeckt ein bisschen Salbei raus. Das gibt so ein bisschen dieses, rundet das Ganze ab. Sagen wir es so. Würde ich mir so bestellen? Wenn ich mir einen Whisky Sour bestellen würde, würde ich mir, glaube ich, auch lieber den bestellen als einen normalen Whisky Sour. Musst du probieren. Oh, das riecht echt gut. Oh, ist das geil. Also wie man es kennt, so Margarita? In geil. Nein, for real. Man erkennt es auch direkt als Margarita. Diese Limette mit dem Salbei zusammen, das rundet das wirklich echt gut ab. Aber nicht auf so eine, hier ist irgendwie Kräuterlikör drin Basis. Jägermeister! Sondern eher auf so ein, hier ist ein bisschen mehr Charakter, ein bisschen mehr Tiefe. Ja, genau. Bisschen genau. Mehr Geschmack, ja. Noch mehr nach links und rechts. Ne? Nicht nur oben, unten. Also wenn du jetzt einen von beiden austrinken müsstest. Wieso? Ein von beiden? Beide schmecken sehr gut. Die Frage ist halt nur, worauf stehst du? Ne? Willst du eher so ein Whisky Sour oder eher so Margarita? Cox. Ich sag, wir trinken jetzt wieder so Zucker. Komm, Anstoß. Das muss doch sein. Kannst du einfach näher kommen und dann warten. Ich weiß, was jetzt passiert. Ich war so noch nie in den Videos mit dabei. Ich weiß nicht, was da hinter den Kamerakulissen passiert mit dem Onkel. Hat der so einen Spruch? So? Er sagt immer Prost, Neffe. Dann sagen wir einfach Prost. Punkt. Ey, ist übelst geil. Richtig, das ist richtig lecker. Krank. Ja. Ja. War eine richtige Empfehlung. Danke dir. Stößchen aufs Möschen. Willkommen in der Lounge. Eingehaken uns. Mit links? Schaffen wir das? Können wir das schaffen? So, unser Besuch, wie heißt das? Brooklyn Barbecue Bar. Er hat richtig gut geschmeckt. Cheeseburger würde so von 1 bis 10 eine 7,5 bekommen. War richtig gut, war sehr saftig, sehr lecker. Aber es waren so viele Eindrücke auf einmal. Es war als Ding richtig, richtig lecker. Aber wenn ich so einen Cheeseburger möchte, dann weiß ich nicht, ob ich den nochmal bestellen würde. Aber es ist halt auch kein klassischer Cheeseburger. Was würdest du dem Cheeseburger geben? Im Vergleich zu den anderen Cheeseburger, die ich woanders probiert habe, hat mir der auf jeden Fall deutlich besser gefallen, als du das vielleicht gerade beschrieben hast. Ja, gut, das stimmt. Und ich sagen, wenn ich mich jetzt an deinen Zahlen orientiere, müsste ich dir mindestens 0,5 mehr geben als du, also sagen wir so 8. Ich fand das mit der Salsa, mit dem Tomatenliken. Ja, du hast mich überzeugt, er kriegt von mir eine 8. Du hast gemerkt, okay, da hat sich wirklich jemand Mühe gegeben, die haben es Medium gemacht, ohne dass wir gefragt haben, finde ich immer sehr geil. Das Bun, übel fluffig, mit dem Sesam top, übel geil. Dann der Brisket Burger, also wirklich nicht falsch verstehen, der Brisket Burger hat richtig gut geschmeckt, aber ich glaube, es wäre geiler gewesen einzeln. Geile Erfahrung, aber... Würde ich auch sagen, hol's lieber einzeln, weil da geht das zu sehr unter. Wer es noch nie probiert hat, ob er Burger-Fan ist, würde ich sagen, kauf's auf jeden Fall. Raus. Spare Ribs, die Sparrippen, ist was für den Schwaben. Inwiefern? War es so günstig? Sparrippen. Achso. Ich war heiß. Ich dachte, wir kriegen hier einen Coupon. Ja. Ich glaube noch ja. Also die Sparrippen waren wirklich sehr lecker. Ein bisschen saftiger hätten sie sein können, aber ich glaube, wir haben auch übel viel gelabert. Die ersten, die wir probiert hatten, ich glaube, die waren auf jeden Fall top. Danach, wo wir dann nach dem Burger nochmal die andere Hälfte gegessen hatten, da hat man schon gemerkt, dass die lagen einen kleinen Moment rum. Okay. Mit der Kruste, Mit der Kruste irgendwie war sehr besonders. Zu den Drinks, das waren jetzt von den eigens kreierte Drinks, die wir hier in der Brooklyn Barbecue Bar genossen haben. Willkommen in der Lounge. Geil, das Eis, das ist das Geile an diesem Eisklotz, den sie hier selber irgendwie rausgeschlagen haben, hat er gesagt, mit Eispickeln haben die da Mount Everest das irgendwie rausgetrennt und jetzt nur für uns hier ins Glas reingepackt. Nein, also wirklich sehr geil, haben sie sich was richtig Geiles ausgedacht. Salbei-Ding, auch übel lecker. Habe ich so vorher noch nicht getrunken. Margarita, einfach mal was anderes. Ja. Fand ich geil. Nee, und deswegen würde ich sagen, wenn wir dem Ganzen jetzt mal eine Note geben müssten. Schmeckt.
schmeckt. Nein, ich meine jetzt in dem Laden allgemein. Ja. Mit Essen, das Erlebnis hier. Sieht wirklich richtig geil aus, der Laden. Mal was anderes. Ja. Ist sehr gemütlich. Also es hat einfach Spaß gemacht. Also ich glaube, wenn ich eine Note sagen würde, glaube ich, müsste ich mindestens gut geben, weil es hat einfach Spaß gemacht. Ja, also eine 3 ist gut, oder? So eine glatte 3 minus. Bestanden. Willkommen in der Lounge. Ja, Preis ist immer so eine Sache, aber ich finde, es hat sich gelohnt. Ich weiß nicht, was wir bezahlt haben, steht jetzt hier. Hat sich aber auf jeden Fall gelohnt, weil es ist halt mal was anderes. Schmeckst die Qualität. Vielleicht können wir ja beim nächsten Video, wenn wir hier nochmal essen sollten, angekündigt und vielleicht mal in die Küche oder so, wer weiß. Auf jeden Fall hoffe ich, dass das Video euch gefallen hat und ihr Spaß hattet. Wir trinken jetzt auf jeden Fall unsere Getränke noch aus. Währenddessen könnt ihr euch doch das letzte Video gerne anschauen von mir. Auch spaßig. Ja, dann würde ich sagen, willkommen in der Lounge. So, jetzt lass austrinken. Ich hoffe, die geben uns wirklich die 100 Euro.